So, jetzt ist, du Andrea, mach bitte dein Mikrofon aus, weil du störst, wenn man ja. Aus ist, was sagen. Alles klar. Nur das Mikrofon leise machen. So. Es ist also definitiv so, dass alles gesagt ist. Wir gehen da mal etwas genauer drauf ein. Ich sehe gerade, dass ich so eine schöne Beleuchtung, eine Seitenbeleuchtung habe. Krishna und Arjuna gleichzeitig, weil gerade die Sonne aufgeht, die Sonne aufgeht. Was ich jetzt einmal noch betonen will, wenn ich immer sage, der große Unterschied bei Holofeeling besteht zuerst darin, dass mir keine Fremdbilder predigen, nicht ein einziges. Das heißt, ich lebe dir bis in die letzte Konsequenz dieses Liebe deine Feinde auch als Brösel in deiner Traumwelt vor. Ob das Krankheiten sind, egal was es ist. Wenn du Geist bist, und ich sage das fast vor jedem Selbstgespräch, ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt und jetzt zwangsläufig, wenn ich jetzt auch den Udo sprechen hört, den Brösel Udo, nein, du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Und selbst der Lautsprecher existiert bloß, wenn du an den Lautsprecher denkst. Wenn man so präzise wird, heißt es, dass du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass das stimmt, was du glaubst. Und jetzt komme ich ganz kurz zu diesem Wort Sünde nochmal. Ich erwähne das immer wieder, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir ins Neue Testament gehen, ins Altgriechischen, da kommt ja öfter das Wort Sünde vor. Entweder sagt das der Jesus in dieser Märchengeschichte oder irgendwelche Apostel. Und da steht das altgriechische Wort Amartia. Und du kannst in jedem altgriechischen Wörterbuch nachlesen, das heißt Sünde. Ich gehe jetzt da nicht rein, ich habe das schon zigfach gezeigt, aber man muss das kleine, den Buchstaben A vorne betrachten, weil das A im Altgriechischen ja auch eine Verneinung ist. Und dann kommt Martia, Mateo, und das heißt ein Zeugnis ablegen. Da kommt der Märtyrer her. Und ich weise dich nochmal mit Nachdruck darauf hin, dass dieses Wort, dieses griechisch-altgriechische Wort Sünde im Neuen Testament heißt wörtlich übersetzt etwas nicht bezeugen können, etwas nicht selbst erlebt haben oder nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Jetzt habe ich dir erklärt, was die Sünde ist. Und da ich mich nur mit Geist unterhalte, musst du zuerst wissen, was Geist ist. Du bist Geist, wenn du mich jetzt wahrnimmst, weil nur Geist kann etwas erleben. Ich präzisiere jetzt tausende von Zeiten, die du wachrufen kannst, auf einen ganz simplen, einfachen Punkt, wo jeder, wie ich sage, jeder 13-Jährige das sofort nachvollziehen kann. Die Grundvoraussetzung, etwas zu erleben, ist, dass man Geist ist. Ein von dir ausgedachter Trockennasenaffenkörper, ein Gehirn, ist kein Geist. Es ist eine Information in einem Geist, beziehungsweise nenne das Wort Geist auch Bewusstsein. Und wo ich jetzt darauf hinweisen will, dass ich sage, wenn du jetzt Holofeeling dich beschäftigst, und das ist ein Riesenwerk, es geht auch um alle heiligen Schriften, egal in welcher Religion, ob du die Upanishaden lesen tust, ob du die Bhagavad Gita lesen tust, ob du den Koran lesen tust, ob du das Neue Testament oder das Alte Testament liest, du wirst feststellen, es steht überall dasselbe drin, wenn man das richtig übersetzt. Dazu zählen übrigens auch alle Physikbücher und alle Chemiebücher. Das sind heilige Schriften, das sind genauso die Grundlagen einer Religion, die man Naturwissenschaft nennt. Und so wenig wie irgendein Naturwissenschaftler, egal welcher Couleur, das verstanden hat, was in seinen heiligen Schriften drin steht, weiß kein Bibelgelehrter, kein Korangelehrter, was da eigentlich drin steht. Und man kann das ganz leicht mit der Vordersprache entziffern. Das musst du aber nicht wissen. In diesem Leben, das du zurzeit durchlebst, geht es einzig und allein darum, du musst erkennen, was du selbst bist. Du bist Geist. Du bist Geist von meinem Geist. Ich nenne das Geisteswohn. Es ist kein religiöses oder esoterisches Geschwätz, was du jetzt hörst. Es ist das, was hundertprozentig sicher ist, was du auf der Stelle mit einem Minimalintellekt, den du zum Denken benötigst, so wie ein Computer, ein Programm, und eine Software und Daten benötigt, um Bilder in sich aufzubauen, brauchst du Geist, einen gewissen Intellekt, um in dir Informationen bzw. auch Vorstellungen aufzubauen, die letztendlich immer deine Informationen sind.
Es sieht definitiv so aus, dass ich immer wieder gebetsmühlenhaft wiederhole, und das wiederholt sich natürlich nur in dir, wenn du diese Selbstgespräche wiederholst. Das schauen wir uns gleich an, wie viel das es da gibt. Dass wenn du einen einzigen meiner ganz einfachen Sätze verstanden hast, und es sind Hunderttausende von Sätzen, die ich spreche, und diese Elementarsätze, nur einen einzigen, wenn du verstanden hast, erübrigen sich alle anderen von selbst. Wenn ich zum Beispiel sage, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Den Traum erlebt niemals irgendeine existierende Erscheinung, die in diesen träumenden Geist in Erscheinung tritt. Und jetzt musst du wissen, dass der Vorgang des Träumens ist jegliche Art von Denken in dir, ist nichts anderes wie Träumen. Das heißt, wenn du denkst, wenn du über irgendetwas nachgrübelst, hör genau meine Worte, dann heißt es, dass aus dir selbst eine Information entsteht. Das heißt, du denkst jetzt über irgendwas nach, dann hast du ständig wechselnde Informationen, und diese Informationen, du bist der Einzige, der diese Informationen erlebt, kein anderer. Und du wirst jetzt merken, dasselbe gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Da hast du jetzt aber in deiner Logik, in deiner Programmierung, in deinen Schwamminhalt den Glauben, dass das Zeug von außen kommt. In Form von Schallwellen oder von Lichtstrahlen. Es gibt nichts Leichteres, auch physikalisch in Maßsetzung der Formeln in deinen Physikbüchern mit hundertprozentig arithmetischer Sicherheit zu beweisen, dass von außen weder Licht noch Schallwellen in dich eindringen können. Dazu müsste ich aber die Physik verstehen in den Physikbüchern, und ich beweise dir, dass deine geistlos nachäffenden Professoren und Lehrer, genauso wie alle Menschen, die du dir ausdenkst, letztendlich ein Dasein müssen sind. Das ist der zweite Satz. Diese Sätze, einer dieser Sätze, wenn du das wirklich verstanden hast, sind all deine Probleme und all deine Ängste, Zukunftsängste vom Tisch. Alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist ein Dasein müssen. Gleichgültig, ob du das jetzt denkst. Lass uns jetzt einmal in Form von Worten, im Anfang war das Wort, ich sage immer, ein grünes Maßmännchen denken. Dieses grüne Maßmännchen können wir uns jetzt nicht, kann sich nicht raussuchen, dass wir das denken. Und ich sage wieder, wir sind bloß wir zwei. Du, der du mich jetzt ausdenkst, und ich bin nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt. Ein großer Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du an jemanden denkst, und da musst du dir die Frage stellen, warum denke ich das jetzt eigentlich? Deine Logik sagt, ist ja logisch, ich denke, das, weil das ja vorher aufgenommen wurde, jetzt hängst du schon wieder in dieser chronologischen Schleife, vergiss es. Da musst du jetzt erst einmal verstanden haben, dass jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Und jeden neuen Gedanken, den du denkst, der zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist auch wieder so ein Satz. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du keine Zukunftsängste mehr. Das heißt, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Wir bauen das nochmal etwas auf. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt, niemals irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Gleichgültig, ob du jetzt an jemanden denkst, der existiert, weil du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. So, lass uns jetzt an Putin denken. Lass uns an Hitler denken und lass uns an Mahatma Gandhi denken. Lass uns an Albert Einstein denken und an Sokrates denken. Wo waren die, bevor ich diese Worte ausgesprochen habe? Was machst du aus diesen Worten für eine Vorstellung? Diesen Menschen, den du dir denkst, wenn irgendein Name in dir auftaucht, gleichgültig, ob der jetzt einfach in dir auftaucht, man könnte auch das spiegeln und sagen, ob dir das jetzt einfällt, weise ich immer wieder darauf hin, du setzt dann den Ursprung allen Seins bloß nach oben oder nach unten, der Ursprung allen Seins ist die Mitte. Und nichts und niemand, den du denkst, kann anders sein, wie du in dir denkst. Aber diese Menschen, die du jetzt denkst, sind nur Gedanken. Selbst der Gott, wenn du jetzt an Gott denkst, ist ein Geschöpf, ist nur ein Gedanke, den du denkst. Es ist was Existierendes, das nur so lange in dir als Information existiert, solange du das denkst. Das ist auf Hunderten, Tausenden von Selbstgesprächen drauf. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, das hat nichts zu tun mit richtig oder verkehrt. Es ist einfach nur, wenn du was denkst. Und jetzt wirst du feststellen, dass du hier einen Beigeschmack drüber legst von richtig und verkehrt, und das ist die Entheiligung. Das ist immer wieder, wo ich in tausend Variationen eigentlich in dieser Welt eigentlich ein Berg oder ein Tal. Wenn du in diesem Dilemma noch drinsteckst mit deinem Denken, hast du ein extrem fehlerhaftes Programm.
Und ich kann immer wieder nur betonen, und jetzt rede ich einmal in eine Ich-Form, ich behaupte ja, dass ich du bin. Du solltest dir jetzt wirklich einmal die Frage stellen, wie unendlich geistlos und deppert bin ich eigentlich, wenn ich glaube, ich habe mit dem, was ich denke, nichts zu tun. Auch so ein Satz, den ich wiederhole. Mit wem sollte denn ein Gedanke, der von jemandem gedacht wird, den wir uns jetzt natürlich ausdenken? Mit wem sollte denn dieser Gedanke denn sonst was zu tun haben? Der hat doch zuerst einmal mit dem zu tun, der ihn denkt. Kann ein Gedanke, der gedacht wird, anders sein, wie er gedacht wird? Kann sich ein träumender Geist raussuchen, was er denkt? Übrigens auch in deiner Vorstellung ein wacher Mensch. Jetzt habe ich bei Holofeeling so viele kleine Beispiele, wo du in einem Selbstversuch mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst, dir bewusst machen kannst, dass diesen Wahn, den du zurzeit durchlebst, zu glauben, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Dass du meinst, du wärst frei. Ich spreche jetzt nur an, ohne darauf einzugehen. Für dich ist es so unheimlich logisch, wenn du in ein Lokal gehst zum Essen, dass du bestimmst, was du dir aus der Speisekarte zum Essen bestellst. Es lässt sich so leicht widerlegen, wenn du dich selber als Geist deine eigenen Informationen beobachten würdest, dass dem nicht so ist. Also höre auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie du in dir denkst. Du musst auch niemanden, den du dir ausdenkst, den du ganz toll und weise oder mächtig betrachtest, bewundern, weil er kann sich nicht raussuchen, dass du in dir so denkst, wie du in dir denkst. Stimmt oder stimmt? Also bei Holofeeling, in dem Leben, sage ich dir jetzt nochmal, du musst wissen, was du bist. Du bist dieser Geist, ich setze die Symbolik, dass du träumst. Wir können das dann extrem erweitern. Und dass es beim Traum letztendlich darum geht, dass nur du das erlebst, was du träumst, was du denkst, auch was du sinnlich wahrnimmst. Es ist ein Tieftraum und du hast vergessen, dass du jetzt träumst. Und dass alles in einem Traum, in einem roten Kopf, und das ist jetzt gleich der Einstieg, dass ich das hier mache, in einem ständigen Wechsel deine Informationen sich verändert. Dass jeder neue Gedanke den bestehenden Gedanken zerstört. Das ist meine Sache mit der 200 Gramm roten Niede, die man ständig umformen. Es bleibt immer dieselbe 200 Gramm roten Niede. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die 200 Gramm roten Niede zu erklären, weil das alles, was ich mache, hat einen extrem tiefen Sinn heraus aus einem Gesamtkomplex, einem Gesamtzusammenhang. Holofeeling verknüpft alles an menschlichem Wissen dieser Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, die jetzt übrigens die ganze Zeit nicht existiert hat, die auch nie in der Vergangenheit entstanden ist, die ist jetzt entstanden. Ich sage, an was denkst du, wenn du an deine Menschheit denkst? Jetzt hast du mal nur an das Wort Menschheit. Jetzt haben wir wieder eine Kiste. Wie stellst du dir deine Menschheit vor? Und dann sage ich, du wirst jetzt geistlos nachäffen, ca. 8 Milliarden sterbliche Säugetiere, Primaten auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Und ich beweise dir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass jeder, der in dir jetzt in deinem Traum auftaucht, wenn der den Mund aufmacht, dass er vollkommen geistlos irgendwas nachäfft, was man ihm erzählt hat, in Elternhaus und Schule, dass er nicht den Schwamm in hat. Gleichgültig, also ob es um Moral geht, ob es um Religion geht, ob was gesund ist oder krank ist, bis hin, wenn du einen Mediziner nimmst, der erklärt dir, was ein Mensch ist, wie ein menschlicher Körper auf, ein Trockennasenaffen, ein Primatenkörper aufgebaut ist, all das ist komplett austauschbar. Die Wirklichkeit funktioniert komplett anders. Sie ist wesentlich mehr, was jetzt die moderne Metapher ist, eine Computersimulation. Haben wir heute in unserem Chat übrigens noch mit drin gehabt, wie kann das einer begreifen? Es spricht immer mehr dafür, dass wir in einer Computersimulation sind. Und es ist schon sehr erschreckend, wenn ich jetzt nochmal das nur ganz kurz anspreche. Ich zeige dir in deinen Physikbüchern, jetzt aus deiner Logik heraus gesehen, müsstest du eigentlich erkennen, dass auf jeder Seite so eklatante Fehler sind, wenn du selber versuchst, logisch, wirklich geistreich logisch zu denken, dass all das, was da drin steht, nie so gewesen sein kann, das kann man nicht entdecken. Und ich sage deine ganze Menschheit inklusive dir, wieso glauben die das alles? Weil du meinst, dass da außen welche sind, die mehr wissen wie du und du äffst genauso nach, wie die nachäffen. Ihr äfft alle nach, auch dass ihr zum Beispiel sterbliche Säugetiere seid. Aber ihr, diese ausgedachten Menschen, sind jetzt nur Gedanken, die wir uns denken. Aber wir, wie viel denken eigentlich, wie viel können denken?
Es kann immer nur ein Allereinziger denken, aber da haben wir jetzt diese Eigenart, dieses Jotzia und Itzia habe ich das nennen. Das lasse ich jetzt da mal sein und jetzt mache ich eine Bildschirmübertragung und dann zeige ich dir so Kleinigkeiten, ob wir jetzt in Physikbücher reingehen. Ich baue ja alles, was ich erkläre, mit Holofeeling auf Wörterbücher auf. Das heißt, ich benutze nur Wissen, das dir zugänglich ist. Es stellt sich bloß letztlich raus, dass Worte im letzten End was ganz was anders bedeuten, wie du die einseitig auslegst. Nicht, dass das nicht stimmt. Ich betone nochmal, egal was irgendjemand behauptet, der in mir in Erscheinung tritt, weil ich ihn mir ausdenke, weil ich ihn träume. Es ist wichtig, dass du das jetzt, egal an wen du jetzt denkst oder wer sinnlich wahrgenommen in dir in Erscheinung tritt, wenn du zum Einkaufen gehst. Es sind Momente, die in dir auftauchen. Du gehst durch einen Supermarkt, dann schaust du das Regal an, dann schaust du das Regal an, dann läuft jemand an dir vorbei. Das ist Bild, 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 Blitz, Blitz, weil ja jeder neue Moment, jede neue Perspektive auf der VR-Brille den Bestehenden zerstört. Wenn du das verstanden hast, weißt du, wie elementar wichtig das für dich selbst ist, das zu verstehen. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild, einem Weltbild des dritten Jahrtausends einer höheren Ordnung. Und das ist das Summa summarum allen Wissens, das du dir jetzt in die Vergangenheit, das du gewissen Menschen zusprichst, gewissen Religionen zusprichst, das sind alles Teilbereiche, auch in der Physik. Es sind aber Metaphern, es sind Märchengeschichten. Und ich betone, in Märchen ist das Wichtige die Metapher. Es geht niemals um des Kaiser, der hier nackt rumläuft, sondern was soll dir dieses Märchen sagen? Und deine Geschichtsbücher sind genauso Märchengeschichten. Ein Hitler ist genauso eine Märchenfigur wie ein Jesus von Nazareth und wie ein Siddhartha Gautama, der Buddha in Indien. Das sind Sachen, du musst jetzt, um aus diesen Worten Vorstellungen zu machen, muss das auf deinem Programm drauf sein, weil sonst kannst du keine Vorstellungen machen. Du hörst dann nur, kann Datei nicht lesen. Das ist jetzt die große Schwierigkeit, diese Jesus-Sätze, liebe deine Feinde, heißt, dass alles, was in dir auftaucht, aus dir, was du nicht haben willst oder anders haben willst, wie es in dir auftaucht, entheilig dich. Du kannst bloß sagen, ich kann die Datei nicht lesen, ich kann mit dem Puzzlestück, das jetzt in mir auftaucht, das aber letztendlich in mir drin ist. Es ist ein kleines Stück vom heiligen Ganzen. Da kommt das Geheimnis der Vordersprache und jetzt übertrage ich einmal ganz kurz den Bildschirm. Mikrofon brauchen wir nicht. Als allererstes will ich da dir zwei Sachen zeigen. Was ist jetzt hier? Das ist so eine kleine Arbeit, das hat unser Holger hier gemacht. Der hat sich einmal die Mühe gemacht, hingesetzt und hat geschaut, wie viele Stunden Selbstgespräche eigentlich im Internet sind auf der Holofeeling-Seite. Das ist die Holofeeling-Seite. Wenn man jetzt hier die Videos anschaut, gibt es ja dann noch die Playlisten mit den Vorträgen, mit den größeren Vorträgen. Und es sieht folgendermaßen aus: Es sind 693 Selbstgespräche, das ist eine Gesamtlaufzeit der Selbstgespräche von 767 Stunden. Das heißt im Durchschnitt 1,11 Stunden pro Selbstgespräch und du kannst 32 Tage am Stück rund um die Uhr, wie sagt man so schön, 24/7, glaube ich, oder 7/24, kannst du Selbstgespräche hören. Und wenn ich sage, wenn ich gebetsmühlenhaft wiederhole, das sind immer viele kleine Puzzlestückchen, die lückenlos dir ein vollkommen neues Weltbild in einer extremen Vereinfachung von Vereinfachungen so erklären, dass jeder 13-Jährige, der neugierig ist, eigentlich weiß, wie diese Matrix funktioniert. Und dann gibt es aber noch 13 große Vorträge mit einer Gesamtlaufzeit von 134 Stunden. Das ist pro Vortrag 10,34 Stunden, das heißt nochmal 5,6 Tage rund um die Uhr. Kannst du dir Vorträge haben? Alles vollkommen kostenlos. Alles, was ich jetzt rede, ich einmal als Brösel gemacht habe, habe ich nie Geld dafür verlangt. Das ist einmal die eine Seite, dass das dann noch bestimmt weit über 20.000 Seiten an Schriften sind, die auch geschrieben werden müssen in einer unendlichen Komplexität. Wie, für wen mache ich das alles? Und jetzt kommt das Verrückte nur für dich. Und du trittst es mit Füßen.
Das ist das, was ist. Darf ich das noch einmal kurz ergänzen, Udo? Gerne. Und zwar auf der Holofeeling Homepage-Seite, die du gerade gezeigt hast, gibt es oben auch so einen Reiter Digital. Und da sind noch mal mehr Vorträge abgelegt als MP3. Das sind noch mal so 40 Vorträge nur als MP3. Das heißt, es gibt nicht von allen Vorträgen Videos. Aber das Gros haben wir damit aufgezeigt, was wir da haben. Wenn ich jetzt hier reingehe und da ich ja sage, es gibt überhaupt keine Zufälle mit der Vordersprache, du bist in einer Wortmatrix. Mit Holofeeling beweise ich dir mit 100% arithmetischer Sicherheit, dass es eine Matrix ist. Es ist keine Frage des Glaubens. Natürlich wirst du diesen Beweis nur akzeptieren können, wenn du dann auch dir das aneignest, dieses arithmetische Wissen aneignest. Ich mache mal so Kleinigkeiten. Ich habe ja hier zurzeit diese Version der Badadudi-Übertragungen. Schau, es gibt wirklich keine Zufälle. Jede Kleinigkeit, schau dir die vorhergehenden Selbstgespräche an, zum Beispiel hier mit der Irene, mit, wo ich sage, du wirst in zehn Sekunden aufstehen. Das sage ich genau hier an einem Zeitpunkt und exakt 10 Sekunden später steht dieses Pixelmännchen auf, ohne sich das raussuchen zu können. Wenn du das Video anschaust, da gehe ich jede Sekunde, jeder Startpunkt, schau mir hier zum Beispiel 26 Aufrufe, das ist heute übrigens. Heute ist immer, jeder Tag ist heute. Heute ist der 8.2.2023. Und heute 9.13 Uhr. 9 ist der Spiegel, 13 ist die Heilung, die Liebe. Und es ist das eine, die Gesamtheit. Ist der 26. Aufruf vor 36 Minuten, die 36, denkst du immer an 360 Grad, ist der Einheitskreis. Ist diese Kundgabe, die außergewöhnliche Gnadengabe, verpflichtet zur Weitergabe? Das heißt, da kommt jetzt das jeden Geistesfunk, den ich das erkläre, wenn der das verstanden hat und zu leben anfängt, ist er auch verpflichtet, andere Geistesfunken zu animieren, sich Gedanken zu machen, was bist du eigentlich? Wobei immer daran denken, du musst wissen, was ich als Geistesfunk bezeichne. Es ist immer dasselbe im Meer. UB 86 LHJ. Ich, UB, bin der vom Bücherregal, der die Bücher, diese Geschichten erschaffen hat. Und ich kann ja nur mein Selbsterschaffenes beim absoluten Nichts beginnen, beim absoluten Anfang beginnen. Und da steigen wir jetzt dann drauf ein. Ich kann immer nur mein eigenes selbst ausgedachtes erleben. Aber richtig erleben tue ich das nur, wenn ich in die Vergessenheit gehe. Das heißt, sobald ich jetzt, ich sage mal, meine einfachste Form, entweder ein Buch, ein Roman lese, in dem ich die Hauptrolle, den Protagonisten spiele, oder in der moderneren Form, in dem ich ein Videospiel beginne, wo ich meinen Avatar steuere mit einer Verabredung durch eine Computersimulation. In dem Moment, wo ich vergesse, dass ich eigentlich der Spielergeist bin, der Schauspieler bin und nicht diese Figur, dieser Protagonist oder Antagonist in der Rolle. Das ist der Weg der Befreiung. Und jetzt habe ich hier diese, das ändert sich natürlich ständig, immer nur jetzt. Das heißt, jetzt kann jetzt vollkommen neue Werte auftauchen. Jetzt wird eine Logik sagen, ja, wenn wir morgen oder übermorgen drauf drücken, dann sind es wahrscheinlich ein paar Aufrufe mehr und dann heißt es hier vor 1 Tag oder vor 2 Tagen oder vor 4 Jahren. Das ist ja dieses Spiel, was wir hier haben, wenn wir uns die Videos anschauen und mal runtergehen, da heißt es auch vor 5 Tagen, vor einem Monat, das passiert dann hier unten. Aber worauf ich hinweisen will, ist die Abonnenten von diesem Kanal. Das sind 1350, also 1350. Immer dran denken, unsere 1 rot gelesen ist das hebräische Wort Echad. Das heißt, das eine, es ist Ahaba, die Liebe, und es ist GHH ist die Heilung. Und dann haben wir hier noch 50 und 50 rot gelesen heißt das Sein. Das heißt der eine Sein, der eine, der hier mitteilt. Jetzt ist natürlich das irgendeine Badadudi, die wir uns ausdenken. Und die da Jesus-Offenbarungen, die hat hier wie ein Channeling Durchsagen von Jesus bekommen und ich schreibe das nieder. Schau dir das einmal an. 1360. Ja, habe ich gerade nachgeguckt, Udo, genau. Ja. Der kleine Gott. Sind genau 10. Das ist der kleine Gott mehr. Ja. Ja. Das bist du. Und das würde ich sehr schockieren, wenn ich immer wieder sage, du bist sogar mehr wie ein ausgedachter Gott. Du musst aufhören, irgendjemanden, ihr wollt immer permanent alle Menschen, die in einem Traum in Erscheinung treten. Menschen meine ich jetzt diese Personen. Es ist ein leichtes, wenn, egal wer den Mund aufmacht, er rezitiert irgendein Wissen, das er vom Hören sagen kennt. Und wenn wir jetzt
da wir ja immer nur jetzt denken können, wirst du, wenn du auf die Uni gehst im 15. Jahrhundert, jetzt gedacht, das ist dann auch jetzt, wirst du komplett andere Vorstellungen von der Welt haben, wie du jetzt hast, und in der Zukunft wirst du wieder andere Vorstellungen bekommen, weil man dir was anderes erzählt, weil das Wissen wächst, ohne dass es größer wird. Weil alles kann nicht größer werden und nichts kann nicht vernichtet werden. Das ist das Wort Allah. Ich sage immer wieder, der ist ein Urknall, bevor er geknallt hat, ein absoluter Anfang. Es gibt aber im Hebräischen zwei Wörter für Anfang, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich mache das einmal so. Es gibt mehrere Wörter für Anfang. Das einmal von vorne weg, das ist ja die Eigenheit an der Sprache, man muss den komplett sehen. Wenn ich jetzt, ich nehme die zwei wichtigen, ich mache mal Anfang, da haben wir jetzt 30 Datensätze. Das heißt, du wirst jetzt in Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern, wirst du zuerst einmal hier auf die Art und Weise, wir haben 30, aber wir haben hier Rückübersetzungen. Das heißt dann symbolisch. Da haben wir zuerst einmal, beginnt es mit Ab. Das ist zum einen der Vater, der Geist, und wir wissen, wenn wir das Af aussprechen, heißt es auch ein Aufblühen, eine erste Blüte. Und ich sage immer wieder, ich bin der Erste, der vor allen Dingen steht. Und Belud heißt in einer Hülle stecken. Das Blut ist ja unser Adam. Ad, Dampf, Dunst, Quelle, Damm, ist es Blut. Belud, umgesetzt, Lut, da kommt der Lot her, das heißt in einer Hülle stecken. Der Adam ist ein träumender Geist, und das, was dich einhüllt, ist definitiv deine Traumwelt. Ich mache jetzt schon wieder Details, so weit will ich gar nicht gehen. Was mir wichtig ist, dass das der Vater und der Geist ist, das ist auch hier, das ist dünner geschrieben, ist eigentlich auch immer der Anfang von allem. Das Wort selber als Ding an sich heißt nur symbolisch auch Anfang. Das wird hier dieses Prinzip muss man verstehen. Und du wirst jetzt feststellen, wir haben ein Schwingen zwischen oben und unten. Es gibt viele Worte, die hier Anfang heißen, der Gipfel, der Höhepunkt, dass der Anfang oben ist. Ich sage immer wieder, das ist, wenn man sich den Ursprung allen Seins, wenn wir den jetzt einmal ganz bewusst den Namen Gott geben und wir uns denken, weil man uns das erzählt hat, dass der im Himmel oben ist, den wir uns jetzt nach oben denken, dann fällt uns zwangsläufig, wenn alles von Gott kommt, muss alles von oben, von dem Gipfel, von der Höhe kommen, muss uns was einfallen. Wenn wir den nach unten setzen, das hebräische Wort für Gott ist ja El Hayom, Gott das Meer, dann taucht was in uns auf. Und du wirst jetzt feststellen, dass in der Rückübersetzung viele Wörter entweder der Anfang auch ein Oben ist oder ein Unten ist. Dann ist es natürlich der Kopf, der ist jetzt ganz wichtig. Dieser Kopf des träumenden Geistes ist der Anfang, das heißt jetzt auch Anfang. Du siehst es, in jedem Wörterbuch wirst du finden, dieses Rosh. Wir gehen ja mal in verschiedene hebräische Wörterbücher rein. Man kann das natürlich auch Resch oder Risch aussprechen. Das Aleph kann alle Vokale annehmen. Wir lösen uns von dieser dogmatischen, einseitigen Auslegung von Schriftgelehrten, von Juden. Und dann wirst du feststellen, der Kopf, der Haupt, da haben wir schon den UB. Die Spitze oben, der Führer, der Beginn. Giftpflanze, immer dran denken, Giftengel. Englisch heißt Giftgeschenk. Das Oberhaupt und so weiter, die Höhe. Es definiert sich nach oben. Und dann wirst du immer wieder den Gipfel, den Höhepunkt, haben wir hier den Anfang mit drin. Und jetzt kriegen wir umgekehrt Anfang. Yesod heißt übrigens auch das Fundament, die Basis, die Grundlage, der Urstoff. Das ist dann hier, das sind die Buchstaben. Aber da ist jetzt schon die Basis, definierst du immer nach unten, weil du meinst, aus der Basis entspringt was. Obwohl das Wort griechische Wort Basis heißt eigentlich bloß wörtlich übersetzt, worauf man tritt. Ein Funda, F, Unda, bin ich so oft drauf gegangen. Eine Facette, Unda ist die Welle, und Mendio heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Jetzt merkst du, dass der Anfang des Geheimnisses, des Jesod, unten ist. Und dann taucht plötzlich was auf. Der Urstoff. Von allen Seien ist Geist, ist El Hayom, Gott das Meer, und da taucht irgendetwas auf. Und jetzt können wir da runterfahren. Mir geht es in erster Linie um den Anfang als Rosh. Und es gibt dann nochmal einen zweiten Anfang. Das ist das hier, ein Beginn. Der schreibt sich ja so. Das ist auch ein Anfang, ein Beginn. Und das heißt auch, du bist krank, du machst krank, sie ist krank, sie macht krank. Hochinteressant. Du findest in der Bibel diese zwei Anfänge im Anfang. Der erste Anfang ist der Kopf, das ist unser Bereshit.
Wir schauen uns das jetzt einmal an. Wir gehen da mal ins Hebräische, wir schreiben das einmal rein. So, dieses Beroshet, jetzt suchen wir das einmal in der Bibel. Das heißt, jetzt suche ich den ganzen Tenach durch und dann wirst du feststellen, dieses Wort kommt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Exakt 5 Mal kommt es im Bibeltext vor. Es ist natürlich das erste Mal das allererste Wort. Im Anfang, Beroshet, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Anfang und dieses El Hayom, Gott, das heißt Gott und Hayom heißt das Meer. Gott das Meer, wenn ich jetzt das so mache. Gott selber ist nur dieses Wort und das heißt auch nichts. Das ist Gott und das heißt nicht nichts, aber auch hinzu, weil das oft alles fällt wieder in diesen Gott hinein, aus dem alles auftaucht. Das heißt, das Meer, Gott das Meer, dieses Nichts, aus dem alles entspringt, kehrt auch wieder alles zurück. Die Welt der Gedankenwelt. Wir können jetzt natürlich auch noch nachschauen, im Anfang der Regierung, da will ich mich jetzt aber nicht verlieren. Du wirst also feststellen, dass dieser Anfang bezieht sich auf diesen geistigen Kopf des träumenden Geistes. Das ist ja unser Beroshet, wo ich immer wieder heiße, das heißt im Kopf, das ist Kopf. Und Shittas wird etwas aufgebaut, hingestellt. Shi ist das Geschenk von Erscheinungen. Das haben wir tausendfach durchgelegt. Da gibt es nichts. Das ist ein Hinstellen, ein Einsetzen, ein sich verschaffen, ein Bestimmen, ein Legen. Er legt, setzt, stellt, er richtet, er legt dir eine Kleidung an. Denk wieder, du steckst in einer Hülle. Der Karleid, wie dein Leid, die Welt um dich herum, das ist in einem gewissen Maß, du legst dir etwas an, du hüllst dich ein. Darum heißt es bereiten, aufstellen und aushecken. Rei ist R-A-I. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, das ist das hebräische Wort für Spiegel. Da können wir eventuell dann zum Adam noch kommen. Und jetzt machen wir mal dieses zweite Wort für Anfang. Und das ist was ganz was anderes, den schauen wir uns dann gleich genauer an. Da brauchen wir wieder B. Dieses Beginn, Anfang, da ist es erst einmal wichtig zu wissen, dieses Chet, El-Kaf, Chora, ist die Krankheit. Bin ich oft darauf eingegangen, das ist sehr wichtig, das ist, hat jetzt nichts mit Religion zu tun oder mit einer hebräischen Sprache. Dieses deutsch-hebräische System ist eine Computermacht. Zwei Lamet drin, Udo. Du hast zwei Lamet drin. Ah, gleich, Entschuldigung. Das ist ein Computerprogramm. Das ist wirklich ein Computerprogramm. Das ist die Matrix, in der deine Welt aufgebaut ist. Das ist das eine heißt das da mal ein Ringbrot. Interessant, Birot heißt im Roten, das heißt im Adam. Der Ring, das hebräische Wort für Ring, Ring heißt übrigens Natur. Kann man uns gleich anschauen. Die Natur wiederum, NTR, heißt es taucht etwas auf, es entsteht plötzlich etwas in dir. Etwas ausspucken. Und das ist ein Kranksein, ein Krankwerden, ein Schinnwach, logisch schwach werden. Du bist logisch schwach. Wenn du schläfst, bist du logisch schwach. Wenn du wirklich wach bist, dann hast du den Logos, die Weisheit im Hintergrund. Das ist übrigens der Magier. Die 43, ohne darauf einzugehen. Der Magier, der alles erschafft. Und wenn wir jetzt dieses Stuff vorne wegsetzen, da haben wir dann das Blaue übrigens auch, das Kafchol. Ja. Das heißt dann, du legst dir das Blaue, wenn ich sage, ich schreibe immer blau. Das ist jetzt der Anfang einer Krankheit. Du bist krank, du wirst krank. Ja. Jetzt wird dich erscheinen, der tritt jetzt hier in der 400, du wirst ein Erscheinen, der Magier. Da bist du aber schon in Stücke zerrissen. Das kann man hier alles lesen. Ich will es nicht sagen. Hier unten wird darauf hingewiesen, das Wort Techola unterscheidet sich vom hebräischen Beroshit insofern, als das erste sich auf das erste getrennte Element einer Reihe bezieht. Es ist eine Facette. Und solange du eine Facette vom Heiligen Ganzen bist, solange du jetzt an deinen Körper denkst und sagst, das bin ich, bist du nicht der Mensch, der du bist, vom Säugling bis zum Greis, weil du dich verwechselst mit einer kleinen Facette aus deinem Menschenleben. Ja.
Ein Mensch ist eine Lebensgeschichte vom Säugling bis zum Greis. In Bezug auf die eigene Personifizierung bist du Säugling bis Greis. Unendlich viele verschiedene Körper, die sich laufend verändern, umformen. In dem Selbstgespräch, das heißt in dem Buch, die Neo-Apokalypse, weise ich immer wieder darauf hin, geistiges Leben ist eine ständige Gestaltveränderung. Von Augenblick zu Augenblick. Die 200 Gramm rote Gnede, der träumende Geist, ist das Äquatron in der Einstein-Formel. Diese Energie, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ohne sich dabei selbst zu verändern. Weil diese Energie weder vernichtet werden kann, sie ist ein absolutes Nichts, das ist Geist, roter Geist. Und sie ist alles, was es ausdenkt, alle Formen, die die Gnede annimmt. Das ist ganz eine extreme Vereinfachung, wo du mit deiner jetzigen Logik anfassen kannst. Das heißt also hier, solange du sagst, das bin ich, und du denkst jetzt an deinen Körper, dann baut sich diese Information in dir auf. Wo war du jetzt übrigens die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast? Weißt du, was für so hunderten Selbstgesprächen das drauf ist? Nochmal, einen dieser Sätze, wenn du wirklich verinnerlicht hast, zerstört sich dein ganzes Weltbild. Holofeeling zerstört mit jedem einzelnen Satz das komplette Wissen der von dir ausgedachten Menschheit, beweist, dass es eine geistlos nachgeäffte Narretei ist. Mit jedem einzelnen dieser Sätze. Und es ist nicht diskutierbar, weil die hundertprozentig sicher sind und auf der Stelle von jedem Geist, selbst von einem Geist, der mit einem Minimalintellekt denkt, sofort auf der Stelle überprüft werden kann. Dass zum Beispiel immer nur das existiert, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Und sobald du deinen Blickwinkel veränderst, verändert sich, ich sage das Bild auf deiner Farbbrille. Wenn du anfängst, statt ein Haus an ein Pferd zu denken, ändert sich die Information des Geräuschs Haus und es taucht das Geräusch Pferd in dir auf. Ich bleibe mal zuerst bloß bei den Worten. Jedes dieser Worte, die ich spreche, spreche ich jetzt. Jedes dieser Worte, die du jetzt hörst, hörst du jetzt. Wo kommen die her? Mit Sicherheit nicht von dem Udo, den du dir ausdenkst, der das in der Vergangenheit gesprochen hat, weil jetzt hörst du ja einen Lautsprecher zu. Aber der Lautsprecher existiert doch auch jetzt bloß erst, weil du ihn jetzt denkst. Jetzt kommt eine Logik und sagt, ja, wenn da kein Lautsprecher wäre, würde ich ja die Stimme nicht hören. Dann existiert dieser Satz, wenn da kein Lautsprecher wäre, aber natürlich immer nur, wenn das jetzt kein Lautsprecher wäre und schon das Wort Lautsprecher wiederum die Buchstaben hingeschrieben sind, alle Buchstaben gleichzeitig, versuche mal das gleichzeitig auszusprechen und du merkst, du baut sich immer das Gefühl an der zeitlichen Reihe auf. Also wie gesagt, dieses Dichola, das Blaue, die Krankheit besteht darin, dass du hier immer nur eine Facette dir anschaust und meinst, das ist unabhängig von dir da außen. Jetzt kommt wieder so ein Satz, wie unendlich geistlos, ich rede jetzt in einer Ich-Form bewusst, ich bin du, wie unendlich geistlos bin ich eigentlich, wenn ich meine, ich habe mit dem, was ich denke, nichts zu tun. Das ist so ein Satz. So, lass uns an die Erdkugel denken. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt denke ich mir, dass die sich um die Sonne herumdreht. Mit all dem, was ich da weiß, was ich vom Hörensagen kenne. Und ich sage jetzt zu dir, hätte man dir in der Schule was anderes erzählt, würdest du dir das genauso ausdenken. Wissen, dass du nicht selbst erlebt hast und nicht mit eigenen Augen gesehen hast, nicht bewusst selbst dir ausgedacht hast, ist komplett austauschbar. Alles, was dir irgendein Physiker, Professor über Quantenmechanik erzählt, äfft er 1:1 nach. Hätte man ihm was anderes erzählt, würde er dir das andere nachäffen. Es sind geistlos programmierte Tonbandgeräte oder Computer, die 1:1 das wiedergeben, wie sie programmiert sind. Und wer ist schuld? Das ist doch mal der, der sich das an. Oh, Udo. Schade, Mensch. Hoffentlich kommst du gleich wieder. Wir haben jetzt Standbild von dir. Du hörst uns ja noch. Wir geben dir natürlich noch eine Chance. Und wer ist schuld? Das war der letzte Satz. Ja, genau. Aus und dann weg. Du bist genau bei 26. 47, 26. Es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich die Hagakure nochmal zeige, weil das würde ich ja das Konzept, was er hat, würde ich dann ja sprengen. Ne? Sonst könnte ich das überbrücken jetzt, aber
Weiß nicht, oder? Was meint ihr? So, der Meister ist wieder weg. Beck. BKF heißt in dir. Der Meister ist wieder weg. Das ist laufend so Sachen, das taucht auf und das verschwindet immer im Jetzt. Jetzt kann man uns natürlich wieder fragen, warum war jetzt das der Abriss? Es ist das erste Mal, hast du zu lernen, vor nichts und niemanden Angst zu haben, weil du hast letztendlich von einem selbst erschaffenen Gedanken, von einer selbst erschaffenen Information Angst. Auf was bezieht sich deine Angst? Dass du dich auflöst? Der Geist, der das erlebt, der seine eigenen ständig wechselnden Informationen erlebt, ist etwas, das als Ding an sich nicht existieren kann, existiere aus sich selbst herausdrehen kann. Wieder so ein Satz. Wenn du nur einen einzigen dieser Sätze wirklich verstanden hast, erübrigen sich alle anderen, weil die letztendlich sich alles um dasselbe, um denselben Geist drehen, diese Informationen, die existierenden, die aber nur immer Stück für Stück von Moment zu Moment sich austauschen. Was nicht das Geringste an dem ändert, an dem Geist, an dem Bewusstsein, der seine eigenen ständig wechselnden Informationen beobachtet und erlebt. Das heißt, es ist zwangsläufig nichts, was existiert, für die Ewigkeit geschaffen. Es ist wie mit Gedankenwellen, die tauchen auf und verschwinden, die tauchen auf. Es gilt für Wissen. Das Wissen, das von heute, was du denkst, denkst immer heute und heute aufgespannterweise denkst du alles, was du heute denkst, denkst du jetzt. Das ist die erste große Erkenntnis, dieses ewige Hier und Jetzt, von dem die Esoterik so spricht. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich sage, die reden ständig vom ewigen Hier und Jetzt und haben Angst vor der Zukunft und dann erklären sie dir, was der Jesus gemacht hat oder was die Mayas vor 5000 Jahren gemacht haben. Geistlos nachgeäfft, die wissen nicht, was sie reden. Dir wird immer mehr bewusst, wie unendlich geistlos die Menschen um dich herum sind. Allen voran die ganze Elite, die letztendlich der Quell sind für verschiedene Sichtweisen, die nachgeäfft werden. Und jeder dieser Menschen äfft ja auch nur noch. Wenn du Medizin studierst, nochmal, dann wirst du das nachäffen, was deine Professoren dir sagen. Und wo haben die das Wissen her? Jetzt können wir in den schönen Aphorismus reinspringen. Was sind meine Wahrheiten? Ist in einem der Selbstgespräche in diesen Büchern drin. Was sind meine Wahrheiten? Es sind die Wahrheiten meiner Lehrer und meiner Erzieher. Egal, welche Wahrheiten du jetzt dir ausdenkst, religiöse oder naturwissenschaftliche, es ist geistlos nachgeäfft. Und selbst wenn du dann sagst, das habe ich mir selber ausgedacht, dann freu dich, wo hast du das her? Jetzt sind wir wieder bei dem klassischen Spiel, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Schreibt es oder schreibt es nicht? Zwei Seiten. Wir definieren Schreiben. Er bringt die Farbe aufs Papier. Er sucht sich aber nicht raus, was er schreibt, weil er ist ein Sklave der Hand, die ihn führt. Und die Hand, die ihn führt, ist ein Sklave von dem Gehirn, wo sie dranhängt. Jetzt naturwissenschaftlich gesprochen. Die Hand wird nämlich das tun, was dieses Gehirn, dieser Computerchip der Hand tun lässt. Wie beim Roboter mit einem Arm. Aber was macht das Gehirn, wenn ihm nichts einfällt? Wo hat das Gehirn sein Wissen her? Wo weiß das Gehirn, wie es die Hand führen soll? Ja, das ist so programmiert. Das ist wie beim Computer, beim Roboter mit einem Chip. Und wenn was Neues kommt, wo kommt es dann her? Was macht ein Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Dicke Backen. Weise ich nicht immer wieder darauf hin, dass du letztendlich überhaupt keine Freiheit hast über das, was du denkst? Was du tust, das symbolisiere ich mit dem ausgedachten träumenden Geist. Er erschafft den Traum. Alles, was du dir ausdenkst, ist ein Dasein-Müssen. Und zwar genauso, wie du dir es denkst und es ist hier und jetzt deine Information. Gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder nicht. Und das Problem, haben niemals Problem, jetzt in deiner jetzigen bisherigen Auslegung des Wortes Problem, wobei das Wort Probleme im Lateinischen eigentlich nur das Vorgelegte heißt, du kannst das Wort Problem auch austauschen mit dem Wort das Ausgedachte. Jeder Moment, der in dir auftaucht, den du dir jetzt ausdenkst, aus dir deine, du denkst ja deine Information aus dir heraus und denkst jetzt mal wegen an den Himmel einen Mond. Der Mond, den du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst und der ist hundertprozentig hier und jetzt deine Information. Er ist nicht da außen.
Ich sage ganz einfach nochmal, halt verdammt nochmal mein erstes und mein zweites Gebot. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an einen Trockenhaus auf dem Körper und sagst, das bin ich. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Ist das nicht ein ganz klares Deutsch? Wieder so ein Satz. Wenn du den Satz verstanden hast, dass wenn du an dich denkst, baut sich in dir eine Information auf, sinnlich wahrgenommen das Gefühl eines Körpers. Wobei nicht immer nur das da ist, was du denkst. Du kannst jetzt eine Hand vor dich hinstellen und sagen, das ist meine Hand, du kannst die auf und zu machen. Die entsteht auf der Vorabrille, optisch sinnlich wahrgenommen, erst wenn du die in das Gesichtsfeld reinschiebst. Ja, aber ich spüre die auch noch, wenn sie nicht im Gesichtsfeld ist. Ist genauso eine Information. Wenn du jetzt zwischen den Fingern reibst, ob du das unten machst, du spürst es erst, wenn das Signal da ist. Wobei das nie da außen ist, es ist von vornherein da, das ist ausgedacht. Du wirst feststellen, es gibt Selbstgespräche, die sind 20 Jahre alt. Die sind natürlich noch nicht jetzt groß aufgezeichnet. Gibt es aber Kassetten-MP3-Aufnahmen. Mittlerweile, was früher ganz normaler Kassettenrekorder war, wo ich immer wieder sage, zum Beispiel dieser Phantomschmerz. Ein Musterbeispiel. Du hast einen Autounfall, Gott behüte, und dir muss ein Bein amputiert werden. Und jetzt hast du Phantomschmerz. Kennt man in der Medizin lang mehr. Und dann gehst du zum Arzt. Du hast wahnsinnige Schmerzen an der Ferse. Dann sagt der Arzt zu dir, guter Mann oder gute Frau, ich bin Allgemeinmediziner oder was weiß ich. Ich kann da nichts machen, weil ich kann eine Ferse oder ein Bein nichts machen, wenn das nochmal existiert. Der schickt dich zum Neurologen. Das ist ein neurologisches Problem. Das ist Phantomschmerz. Dann sagt der Neurologe, Ihr Gehirn gaukelt Ihnen vor, dass das Bein noch da ist. Du hast komplett die sinnliche Wahrnehmung von sinnlich wahrgenommenen Schmerzen da unten, wo das Bein am Oberschenkel amputiert ist. Ich sage dir jetzt, dieses Gehirn, das symbolisch ein Computerchip mit einem Programm ist, gaukelt dir vor, dass um dich herum da außen eine Welt ist, eine Vergangenheit war, schon da war, bevor du sie gedacht hast. Vergiss es, es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Dass in dem Moment die Tat, dass du was denkst, auch ein Satz, den ich tausende Male wiederhole, das Faktum des Tun besteht darin, dass du jetzt an irgendwas denkst. Und in dem Moment, wo du das denkst, entsteht hier und jetzt in dir eine Information. Und ich, wenn es jetzt so mache, Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Das ist der erste Satz in dieser Tora. Dann meine ich nicht den Kopf, weil der ja auch nur existiert, wenn du ihn denkst. Es geht um den roten Kopf. Darum ist es rot geschrieben. Rot wiederum ist das hebräische Wort für Adam. Es passiert in den Adam, in dem Gotteskind. Der als erstes Gebot, als Gotteskind gilt dieses Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Versuche nicht in irgendeiner Form den Schöpfer von denen zu einer Existenz zu machen. So viel zum Thema, tausende von Zeiten in deinem Internet, ob Gott existiert oder nicht existiert. Existere heißt heraustreten aus. Nochmal so ein Satz. In dem Moment, wo du an einen Gott denkst, erschaffst du in dir die Vorstellung eines Gottes. Aber ist nicht der, der den Gott erschafft, ein wesentlich mächtigerer Gott wie ein ausgedachter Gott? Das sind Sätze, wo ich wiederhole. Und wenn du jetzt meinst, es hat irgendwas mit dem Udo Petscher zu tun, mit den UB, dann muss ich sagen, es hat wesentlich mehr mit dir Geist zu tun. Nicht mit Tieraffen, sondern mit dir, der alles geistlos nachhilft, sondern mit dir Geist zu tun. Meinst du, dass da außen irgendwo ein Udo ist, wenn du ihn nicht ausdenkst? Ich behaupte, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist hier und jetzt deine Informationen auf deiner Verabredung aus der Pixelmännchen. Aber diese flackernden Lämpchen sind mit Sicherheit kein Mensch. Auch das ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Jetzt kann ich wieder mir Menschen ausdenken, wo ich sage, es gibt welche, die haben diese Selbstgespräche bis zum Erbrechen die letzten 20 Jahre angehört und ich behaupte, ich habe das immer noch nicht verstanden, weil sonst würde ich jetzt gar nicht zu dir reden, dann wäre eh schon alles ganz anders. Oder ich denke mir, welche, die hören jetzt das Selbstgespräch als erstes Selbstgespräch, dann habt ihr nur einiges an Arbeit vor euch, euch bewusst zu machen, wie ihr euch, alles ausgedachte Dinge. Cut! Nochmal, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Du machst dir viel zu viel Gedanken um deine eigenen Gedanken. Du kannst Gedanken nicht retten. Das heißt, du kannst die Menschheit nicht retten. Ich sage ganz definitiv, lass die Toten ihre Toten begraben. Jetzt müsste ich nur noch wissen, dass das lateinische Wort Tod so viele heißt.
so viele Figuren in deinem Traum, eine ganze Menschheit, 7 Milliarden Gedanken, die wir uns jetzt denken. Ist nur ein aller einziger Gedanke. Das ist ein Chat, das nennst du Menschheit. Oder was denkst du, wenn wir einen Chat machen und das nennen wir Stadt? Definierst du Häuser und Straßen und Menschen und bei Menschheit denkst du bloß an eine Masse an Trockenhausenaffenkörper. Du solltest da mal Umbarungsschriften studieren. Was rennst du zu einem Arzt? Diese Idioten. Idioten heißt einfache Menschen und einfache Menschen sind Affen bei eigener Definition. Kennen ja nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper. Meinst du, die können dir helfen in deinem seelischen Problem? Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich eigentlich jetzt als Äffchen hier? Was habe ich hier zu lernen? Warum ist das Spiel so, wie es ist? Das ist die gute Frage, die man sich stellen sollte. Und dann kommt irgendwann einmal die Bibel, aber nicht so, wie hier die übersetzt wird von den ganzen Theologen. Das ist einseitig Entheiligung der Schrift. Das stimmt. Das ist auch wieder so ein Satz. Du wirst von mir nie hören, egal wen du mir jetzt als Beweis bringst, welche Internetseite, wo irgendwas behauptet wird, dass das nicht stimmt. Was für ein Glaube gibt dir diese Freiheit? Ein ständiger Kampf um Recht haben. Mein Tassenbeispiel. Keiner versteht das Tassenbeispiel. Als Brüssel und der Brüssel wollten die mir schon die Zähne ausschlagen, weil zivilisierte Menschen, weil sie das Tassenbeispiel nicht verstanden haben. Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Was streitet ihr eigentlich? Ist jetzt rechtspolitisch richtig oder links? Diese unendliche Demonstration von Geistlosigkeiten, die ich mittlerweile in deinem Traum als von dir ausgedachte Figuren auftauchen lasse. Zuerst einmal Cut. Nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass du ihn jetzt denkst und dass er so ist, wie er von dir gedacht wird. Du solltest dich einmal selber dabei beobachten, wie du die Menschen definierst. Wie definierst du jetzt dieses Pickelmännchen, den Udo? Er wird für dich so sein, wie du ihn definierst. Wie definierst du Putin? Wie definierst du unsere Außenministerin oder unseren Kanzler? Daniele Ganser, stehen dir die Haare zu Berge? Da fällt dir jegliche Art von Physiognomie, das ist so diese vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit dieser Figur, die dich in deinem Traum in Erscheinung treten lässt. In den meisten Fällen bloß als Gedanken und als Pixelmännchen, wenn du eine Zeitung liest tust oder wenn du Fernsehen schaust. Das sind keine Menschen. Verdammt nochmal. Du wirst verdammt bis in alle Ewigkeit, glaube es mir. Ich betone das nicht, weil ich dir Angst machen will, sondern ich erkläre dir, was dir bevorsteht die nächsten 1000 Jahre, wenn du nicht bereit bist, diese 100%ig sicheren Fakten zu akzeptieren. Was ist das jetzt? Dein Finger? Bewegt sich da jetzt was auf deinem Bildschirm? Cut! Schau einfach, was da ist. Das ist das Einzige, was ich fordere. Was ist da, wenn du eine Zeitung liest? Dann hast du auf deiner Verabredung ein Fetzen Papier oder einen Monitor mit Schriftzeichen drauf. Das ist das Einzige, was in dem Moment wirklich existiert. Und du wirst wie eine programmierte Maschine anfangen, wenn du die Worte anschaust, dann spricht der Stimme in deinem Kopf. Und diese Worte wiederum ist plötzlich ein Russland, eine Ukraine in deinem Kopf. Zweites Gebot halt, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Sterne, Sonne, Mond, heliozentrisches Weltbild, Galaxien. Sind nur Worte. Solange die Worte da sind, sind nur die Worte da. Aber du machst aus den Worten einseitige Bilder und Vorstellungen, die natürlich auch nur in deinem Kopf sind. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht all das ganze nachgeäffte Zeugs, das du ein Leben, ein jetzt ausgedachtes Leben lang. Was ist dein Leben? Dein Leben ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Gleichgültig, ob jetzt das nur Gedanken sind oder ob sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Es spielt sich nur beraschet inmitten dieses Kopfes mit Himmel und Erde erschaffen. Und zwar so, wie deine geistlos nachgeäffte Logik dir das aufzwingt. Die Welt ist genauso wenig eine Scheibe, wie sie jemals eine Kugel war oder eine Scheibe war. Es ist ein Gedanke, W-E-L-D heißt und ein Brandopfer. B-Rand, ein polarer E-L-D, Vordersprache, ein polarer Rand. Du musst von Augenblick zu Augenblick den Opfern, dass du einen neuen Gedanken kriegst. Bild, 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 Gedanke, 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 Gedanke. Und darum ist im Schöpfer auch das Opfer. Shin-Opfer heißt ein logisches Opfer. Du musst deine jetzige Logik opfern, dass du eine neue, größere Logik kriegst. Das ist das Spiel mit dem Haar, mit dem Buchstaben und mit dem Wort. Du kannst niemals von unten nach oben sehen.
Und es steckt alles in diesem geheimnisvollen System der Vatersprache drin. Und jetzt musst du dir den Schuh anziehen, den du dir aber wieder ausziehen musst, wenn du zu dem brennenden Dornbusch kommst. Das sind lauter diese Stellen, die sind so präzise, wo es heißt, auch hier zum Beispiel, weil der übersetzt, zieh deine Sandalen aus. Das ist heiliger Boden, worauf du stehst. Das ist die Ebene. Sand. Wie war das mit dem Koller? Koller, die Krankheit heißt Sand. Das Weltliche. Zieh das Weltliche aus und wer Geist, geh, du willst doch die geistliche Welt betreten. Alles, was du bisher übers Jenseits und übers Himmelreich von irgendwelchen Schwätzern gehört hast, ist falsch. Es ist schlichtweg und einfach falsch, kommt vom Faller eine Falle. Es ist alles komplett anders. Versuch nicht mit deiner jetzigen Logik, egal auf welches Wissen du zurückgreifst, geh in dein Internet, lies Tausende und Abertausende von Seiten über das Jenseits und ich sage dir, jegliche Form von Beschreibung ist verkehrt und ich werde jetzt erklären, wieso. Weil dieses Internet, was du träumst, baut auf deiner jetzigen Logik auf. Deine Logik ist die Quelle für alles, was in dir auftaucht. Das ist meine Computermetapher. Und deine Logik, so, die ist so einseitig. Und selbst wenn du jetzt das ganze Wissen deiner Menschheit hättest, das ist das Haar, wäre es immer noch extrem fehlerhaft, weil das Wort Haus hat nämlich noch ein A, ein U und ein S dabei, wo das Haar niemals was wissen kann. Das heißt, immer wieder dieses Wiederholen. Du kannst jetzt eine Weltreise machen, ich rede jetzt normal bröselig, dann wirst du Tausende und Abertausende Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast und du siehst überhaupt nichts Neues. Es sind Selbstähnlichkeiten wie in einer Mandelbrot-Fraktal, weil die entspringen aus der Logik, die du zum Denken benutzt. Und selbst wenn du dir jetzt die logischen Systeme von irgendwelchen anderen Religionen zu eigen machst, ob du buddhistisch zum Denken anfängst oder ob du jetzt in die naturwissenschaftlichen Strömungen der Quantenmechanik reingehst, wo ja viele Diskussionen sind, ist es so. Letztendlich wird hier um Standpunkte gestritten und jeder den Standpunkt, den ein Mensch einnimmt, ist letztendlich nur seine erste Programmierung. Wir können uns jetzt Videos anhören über Moslems. Es gibt solche und solche. Es gibt ganz liebenswerte Menschen und es gibt absolute Fanatiker. Der muslimische Glaube schreibt dir eigentlich die Liebe vor gegenüber alles und jedem. Aber das ist wieder einseitig und da kommt der Hass, gut und böse. Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen? Egal was einatmen oder ausatmen. Wachstum oder Zerstörung. Und du wirst feststellen, du brauchst beides für Leben. Der Säugling muss zerstört werden, sonst gibt es kein Schulkind. Das heißt, wenn wir jetzt die aktuelle Krise nehmen, wir sagen jetzt einmal mit Russland, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es zu einem richtigen Atomkrieg oder die einigen sich wieder. Was ist das Bessere? Frag dich einmal selbst. Und ich sage dir, wenn es zu keinem Krieg kommt, ich mache mal den totalen Krieg, dann ist es falsch gelaufen. Dann bleibst du in einer Endlosschleife in dem Nichthecken. Das Beste, was passieren kann, es kommt ein Atomkrieg und die erste Bombe, die fällt genau über dein Haus ab. Dann wirst du wach. Du wirst jetzt feststellen, man kann jetzt darüber schmunzeln oder es kann sich alles in dir sträuben. 1945, ich wiederhole nochmal, die 45, der Adam, Sinus 45 Grad, wir können jetzt einmal in die Quantenmechanik reingehen und dann schauen wir mal uns das an, was du permanent feststellen bei den Brakett-Funktionen. Wenn du wirklich ein bisschen Ahnung hättest, du nicht bloß geistlos nachäffst. Wenn du jetzt ein Quantenmechaniker bist, deine ganzen Professoren äffen nur nach, das sind programmierte kleine Zombies, ich rede jetzt mit einem Geist. Du musst das Wissen, ist sekundär. Diese Brakett-Funktionen hast du permanent Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2. Das Thema hatten wir übrigens hier und jetzt gedacht gestern auf der Brüssel-Ebene. Das ist die ersten Funktionen, entschuldige als Katze. Lebt jetzt die Katze oder ist sie tot? Die Superposition, es ist alles gleichzeitig. Ein geheimnisvoll ist eine Kiste, wo alles gleichzeitig ist. Und sehen tun wir erst, was wir mal reinschauen. Das kann man so einfach alles erklären. Ich sage, denk einfach in deine Küche. Das ist die Kiste. Das ist Holofeeling. Holofeeling erklärt dir das Komplizierteste, was es überhaupt gibt, mit einer so einer Kindergartensprache, das den Kern trifft von dem, was das eigentlich bedeutet. Und dann siehst du was, aber das, was du siehst, ist nicht die Küche. Dann bricht die Wenngleichung zusammen. Aber solange du nicht hinschaust, ist alles gleichzeitig. Ich sage, wenn du DVD in der Hand hast, sind sämtliche Bilder von
gleichzeitig da, was ein Film ist, meinetwegen von 2,5 Stunden. Da können wir jetzt ausrechnen, 2,5 Stunden sind so und so viele Bilder, wenn wir so und so viele Bilder pro Sekunde wiedergeben. Die sind alle gleichzeitig da. Aber interessant ist, jedes Bild, das jetzt auftaucht, das sichtbar wird, ist jetzt. Interessant, die Transversale jetzt, jetzt, jetzt und darunter alles gleichzeitig. Und dann wird er noch rumgerechnet und alle schwätzen nach, der serielle Rechner, und der rechnet so unheimlich schnell, der rechnet eben jetzt, wenn nämlich jede Rechnung gleichzeitig passiert, dann passiert sie jetzt. Das hat mit Zeit nichts zu tun. Das ewige Hier und Jetzt, die transversale Vergangenheit ist etwas, was wir jetzt denken, und Zukunft ist etwas, was wir jetzt denken. Ich wiederhole schon wieder, ich wiederhole und wiederhole, wieso mache ich das? Ich mache das aus Liebe, mir läuft es zu den Ohren raus. Wenn ich immer sage, du hast keine Vorstellung, wie klein ich als rote UB mich jetzt mache, dass ich als blaue UB in deinem Traum als plus Ludo in Erscheinung trete. Und den musst du nicht bewundern, der ist vollkommen unwichtig. Wie ich dick bist du? Du, der Geist, der sich das ausdenkt. Ich erzähle es dem, der sich jetzt das ausdenkt. Einen Udo, Pixelmännchen, Nadja, Holger, so nennen wir die Pixelmännchen normal, eine Andrea und sich selbst, wenn du an deinen Körper denkst. Der übrigens genauso nur dann existiert, wenn du dir ihn denkst. Das sind ständig Sachen da, die nur dann da sind, wenn du sie denkst. Und jetzt soll ich wieder Schnipp und jetzt schau die Pixelmännchen an und alle vier haben eine Brille auf dem Kopf. Ausgedachten Kopf. Waren jetzt die ganze Zeit diese Brillen da? Selbst wenn du den Udo anschaust, hast du den Fokus auf der Brille gehabt? War das überhaupt? Ist beim Autofahren die Windschutzscheibe da, wenn du fährst? Was sagt deine Logik? Ist dir klar, dass wenn du das beschwörst, dass du an Meinheit schwörst? Sünde! Und die bestrafe ich mit göttlichem Recht, ohne Wenn und Aber, bis in alle Ewigkeit, bis du aufhörst, Meinheit zu schwören. Existiert eigentlich das Buch in den Händen eines Affen, wenn du einen spannenden Roman liest? Ist da der Affe da, der ständig umblättert, wenn du einen spannenden Roman liest? Es wird immer nur das existieren, was du ganz bewusst wahrnimmst. Das ist übrigens sehr interessant. Wenn du Fernseher schaust, habe ich in einem vorhergehenden Selbstgespräch gesagt, ist die meiste Zeit auch kein Fernseher da. Da wird dein Ego jetzt total Nein rufen und dir ist gar nicht bewusst, dass du den Glauben eigentlich nur mit der Meinheit beschwören kannst. So wenig wie, dass eine Windschutzscheibe da ist, wenn du 4 Stunden mit dem Auto fährst. Von den 4 Stunden, wo du im Auto sitzt, jetzt gedacht, diese 4 Stunden sind nur ein Gedanke, das ist ein Chat. Das ist wie eine Datei mit vielen Einzelbildern. Das sind Tausenden von Tausenden, Abertausenden von Gedanken und sinnlich wahrgenommenen Sachen, Autos, die an dir vorbeifahren. Aber es ist immer im Jetzt nur das da, was du ganz bewusst denkst. Also eine Windschutzscheibe ist immer nur dann da, wenn du eine Windschutzscheibe denkst. Der Dacho ist nur dann da, wenn du an den Dacho denkst. Und der Fernseher existiert nur, wenn du ganz bewusst an den Fernseher denkst. So wie jetzt der Monitor zum Beispiel existiert. Wo ist es dann hinter dem Monitor? Schau mal über den Monitor drüber. Schau um den Monitor rum und schau, wo war jetzt das Zeug in der Monitor? Es hat nicht existiert. Außen nichts, nur das ist hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt sage ich, wenn du einen Fernsehfilm anschaust, dann alten in Schwarz-Weiß, dir fällt nicht einmal auf, dass der Film Schwarz-Weiß ist, weil Schwarz-Weiß ist ja erst, wenn du bewusst an das schwarz-weiße Film denkst. Genauso existieren die Farben erst dann, wenn du bewusst an die Farben denkst. Es ist da. Aber es existiert nicht, existiert nur das, was du wirklich als Information zur Zeit wahrnimmst. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit, du bringst das zweite Gebot, weil du meinst, das ganze Zeug ist auch dann da außen, wenn du es nicht denkst. Das ist wie wenn ich jetzt auch schaue, nur um den Rand rum von dem Monitor. Und dann hast du einen Hintergrund, 3D, das ist ein verändernder Blickwinkel, mache ich immer ganz gezielt. Es ist immer nur die kleine Parzelle da, wo du ansteuerst und die ist nicht da außen, sondern in dir drin. Das ist das Spiegel in der Kameraxur, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Darum wiederhole ich das nicht, weil ich mache das für dich. Du hörst in den ganzen Badadudi, ist hochinteressant, die Badadudi, wenn du jetzt siehst, dass immer die Endzeit kommt, dann könnte ich wieder mit meiner Logik sagen, wie doof ist die das, wenn ich jetzt schaue, die hat ja ihre Ohrenbarungen von 1900 Schnuffi, Bader 40, vor 40 bis, was weiß ich, Bader 60. Und dann ist, die hat hier schon vor 30 Jahren gesagt, dass das, die Welt jetzt untergeht, es kommt gleich wie alle anderen. Nee, da bist du, das macht das, was dich narrt, ist deine Logik. Es geht um das ewige Jetzt und es dreht sich um einen Geist, um den Geist, der träumt und das bist du. Das heißt, Holofeeling richtet sich nur an einen Allereinzigen, nämlich an dich.
Es ist nur für dich. Du musst mit keinem Menschen drüber reden. Wenn jetzt deine Logik wieder ist, dass du sagst, ja, aber der macht ja so viele Videos, das hat er doch gerade gezeigt. Dass das viele Menschen ansehen können. Ist es eine Interpretation deiner Logik? Nee, ich habe noch nie was anderes behauptet. Ich sage nicht, du musst es nicht freischalten, weil diese anderen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, sind alles Sachen, die deine Logik aufbaut. Das sind keine anderen, wenn ich immer sage, was denken dann die anderen von mir? Was sind die anderen jetzt? Der Gedanke, die du denkst. Meinst du, dass ich mich um deine Gedanken kümmere? Ich kümmere mich nur um den, der sich das Zeug ausdenkt. Ich bin der, der ich bin. Und ich bin mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo Petscher von dir. Ich sage, ich bin viel mehr du selbst als bewusster Denker, der sich Sachen ausdenkt wie irgendein Gedanke. Ist gleichgültig, an wen du denkst. Jetzt mache ich nochmal so einen Satz. Das Wertvollste, was du besitzt, sind die Sprichwörter und die Märchengeschichten. Du musst jetzt bloß wissen, dass deine ganzen Tageszeitungen, Geschichtsbücher auch bloß Märchengeschichten sind. Und mein Lieblingssatz, alle, die reden, die wissen nicht, die ganzen Prediger, alle, die reden, die wissen nicht. Die wissen, die reden nicht. Ein klares Zeichen, dass der Udo keine Ahnung hat, den du dir jetzt ausdenkst. Bei der haben wir doch gerade gezeigt, hunderte von Stunden labert der rum. Sind jetzt nur Worte. Was denkst du dir dabei? Udo hat noch nie behauptet, dass er was weiß. Er behauptet, dass er Gedanke ist, der von dir gedacht wird. Ich weiß. Und ich rede nicht. Ich lasse den Udo in deinem Traum für dich reden. Für mich reden, Entschuldigung. Ich bin der, der dich das träumen lässt, der dir dein Programm gegeben hat, das du zu durchschauen hast, und das baut eine Führerscheinprüfungsbogenwelt auf. Vergiss irgendwelche Heilige oder was, egal was du denkst, Gedanken sind niemals heilig. Das heißt, selbst ein Gott, den du denkst, ist einfach nur ein Geschöpf, ein Gedanke. Mehr ist nicht das Wort Gott, das Wort, das Geräusch Gott. Wenn ich in alten Selbstgesprächen immer erkläre, Gott ist dasselbe wie Wetter, dann schauen die Leute. Ich sage, was ist Gott? Schau doch einfach, was Gott jetzt ist. Ein Geräusch, Gott. Kann man auch hinschreiben. Kann man vier Schriftzeichen hinmachen. G-O und 2 T. Oder G-O und ein weiches D, wenn man es Englisch schreibt. Kann man noch etliche Sachen. Du merkst jetzt, wenn wir in die Sprachen gehen, sind es verschiedene Geräusche oder verschiedene Schriftzeichen, die vom selben reden. Rotes selbst ist was anderes wie was Gleiches. G-Leichen sind Gehirnleichen. Das sind die Menschen, die du dir ausdenkst. Tote, lass die Toten ihre Toten begraben. Zombies, Existenzen, die keine Überlebenschance haben. Ein Säugling hat keine Überlebenschance, schon dann, wenn er erwachsen werden will. Erwachsen. Wie war das nochmal gerade mit der Ziehen? Ich zeige euch das nochmal schnell. Dieses Hebräische war drei Buchstaben. Ein R, ein A und ein H. In Zahlen ist es eine 200, eine 1 und eine 5. Da haben wir eigentlich schon, wir können jetzt hier ganz einfach rot lesen. Der Kopf der Schöpfer ist die Quintessenz. Das ist die rote H, die Quintessenz im Zentrum der vier. Im Einheitskreis ist es das Zentrum. Oder eine berechnete Schöpfung ist immer irgendetwas, was du wahrnimmst. Dieses hebräische Wort heißt zum einen im Hebräischen ein Seher. Schauen, sehen, siehe da, und es hast auch Lunge. Und wir brauchen das Deutsch Ivri. Tausendfach, ich will jetzt nochmal was Neues bringen. Tausendfach erkläre ich, dass du hier das Sehen, im Deutschen sind es deine Vorstellungen, deine Spiegelungen, deine Darstellungen, das sind Sehvorgänge. Die Vorstellungen, die Spiegelungen kann ich jetzt vielfältig schreiben. Weiß kein Mensch in deiner Welt, glaube es mir schon gar nicht, irgendein Hebräer, ein Jude und ein Deutscher auch nicht. Kein Theologe ist das jemals aufgefallen, dass man sich fragt, wieso ist das Sehen und Lunge eigentlich auch die Lunge im Hebräischen dasselbe Wort? Und wieso haben wir im Deutschen Vorstellungen, Spiegelungen, Darstellungen? Jetzt ist es aber interessant, wenn ich dieses Wort Sehe nehme, dass dort das Wort Ehe drin ist. Wenn ich jetzt weiß, dass das Wort Ehe etymologisch vom Wort Ewe kommt. Eva, Ewe. Das hat was mit ehelichen, ewelich, ewig
Das kommt von der Ewigkeit. Es gibt eine ewige Verbindung. Das ist die Verbindung zwischen Mann und Frau im Adam. Der ist ja angeblich männlich und weiblich, was genau genommen Seger wenig aber Denker und Ausgedachtes heißt. Jetzt schauen wir uns einmal das Wort Sehen an. Schau dir das einmal an. Wir haben eine Ehe. Wenn das von Ewe kommt, haben wir hier ein W. Und du denkst jetzt einfach hier, das sind zwei He. Das E kann ich als He lesen, dann steht hier HBH. Und jetzt habe ich dieses Sehen, habe ich vorne den Zeger, das ist das hebräische Wort, schreibt sich übrigens 27200, das ist das männliche, der Denker, und wir haben das Nekaba, das hebräische Kof BH, ist das weibliche, der unterirdische Gang, das Weißlicht, ich weiß, scharfes SB. Das heißt, das Sehen beginnt in dem Moment, wo ein Geist, ein Denker sich eine Existenz ausdenkt. Bewusstsein ist eine Ehe-Existenz, das ist das HBH, die Gegenwart. Wir können jetzt auch aus dem Wort Ziehen das Wort Gehen machen, dann ist der Geist die Ehe-Existenz zwischen sich Geist und seinen Informationen, die in ihm existieren. Das ist die Weiblichkeit. Schöner Zufall, oder? Es gibt keine Zufälle in dem Spiel. Ich lasse überhaupt keine Zufälle zu. Das ist wie, wo ich gerade angefangen habe, hier mit den zweimal Anfang, wo wir haben. Es ist eine göttliche Matrix. Es ist alles perfekt. Es läuft niemals irgendetwas verkehrt. Es läuft nur dann was verkehrt, wenn irgendwas in dir auftaucht, weil deine Logik sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das will ich nicht. Das ist gefährlich. Das ist böse, das ist schlecht. All der ganze Schwachsinn, den bringe ich in ein einziges Wort unter einem Hut, das nennt man Feind im Deutschen. Das, was dir feindlich scheint, ist eigentlich das feine Licht. Liebe deine Feinde heißt definitiv, fang an, all das zu lieben, was dich bisher nicht interessiert hat, weil sonst wirst du nie was Neues zu sehen bekommen. Du wirst auf dieser Kleingeistigkeit bleiben, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Computer nehme, der komplett ausgestattet ist, Internetanschluss mit diesem Betriebssystem, wo ich gesagt habe, Holofeeling ist ein Betriebssystem, das allumfassend ist. Du denkst dir einen Computer und egal, was du in den Computer einspielst, welche Datei, vollkommen gleichgültig, in welcher Format, in welchem, was für ein Programm, du spielst ein Programm auf, gleichgültig, welches Betriebssystem dieses Programm benötigt. Dateien, egal welches Format, du klickst das an und es wird geöffnet und das Programm wird installiert und läuft. Das ist Holofeeling. Es ist allumfassend. Über alle Religionen, über alle Zeiten, über Physik, über Chemie. Es ist ein allumfassendes System, das komplett mit allen diesen sich vollkommen widersprechen erscheinenden Möglichkeiten, die sich eigentlich gar nicht widersprechen. Nehmen wir doch wieder die Moslems und nehmen die Christen. Im Christentum, im Neuen Testament, wurde Jesus gekreuzigt. Im Koran wurde er nicht gekreuzigt. Erwähne ich immer wieder. Gleichgültig, ob du das eine Programm oder das andere Programm laufen hast, dein Programm ist fehlerhaft. Und jetzt wird gestritten, wer recht hat. Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Ist jetzt der Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist es am Tag eigentlich hell, an einem Tag 24 Stunden eigentlich hell oder dunkel? Das ist dein Problem. Ist der Russ jetzt was Gutes, der Putin? Oder ist er was Schlechtes? Meinst du, die Meinung, die du jetzt vertrittst, ist deine Meinung? Die äffst du ganz vollkommen geistlos noch. Und die Fehler sind so offensichtlich, wo ich dir reinbaue, dass wenn man jetzt, und da gibt es kein Besser, ich betone nochmal, es geht hier nicht um besser und schlechter, um richtig und verkehrt. Du sollst dir bewusst machen, mit welcher dieser zwei Möglichkeiten du sympathisierst. Hängst du an der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, die das zurzeit in deinem Programm eigentlich der Fehler ist, das verlogenste Prinzip, das es überhaupt gibt, die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, das ist die westliche Wertegemeinschaft. Könntest du, wenn du loslässt, dass du wirklich Geist bist, würdest du das sofort sehen. Ich sage jetzt aber nicht, dass die andere Seite besser ist. Das musst du komplett überwunden haben. Du musst wissen, dass es keinen Berg ohne ein Tal gibt. Es gibt kein Oben ohne ein Unten. Du lebst in einer Geistlosigkeit, dass du zum Beispiel sagst, ich befinde mich auf einer Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich sage, wenn diese Tiefe nicht da wäre, dann könntest du nicht sagen, ich bin oben. Und jetzt kommen wir auf unsere drei Seiten, dass wenn du jetzt nach oben schaust, übrigens wieder
Sätze, die hier hunderte Male erwähnt werden. Wenn du jetzt nach oben schaust, du schaust dir zum Beispiel in dem Zimmer die Decke, die geöffnete Ecke an. Das ist was Ausgedachtes. Was Ausgedachtes. Und du sagst, da oben ist die Decke oder da oben sind Wolken. Dann muss dir klar sein, wenn du jetzt denkst, was ist die andere Seite? Ja, unten, das bin ich jetzt. Ich bin ja zwangsläufig unten, wenn ich sage, das da, was ich mir da hochdenke, ist da oben. Aber bist du wirklich unten, dann dreh dich doch einfach und schau auf den Boden runter. Dann ist plötzlich da unten der Boden, aber dann bist du oben. Wo bist du eigentlich? Bist du oben oder unten? Das definiert sich doch erst mit dem, wo du dir was hindenkst. Du bist die Mitte. Ja. Du bist im Meer die Mitte. El Hayom, dieses Nichts, ist der absolute Mittelpunkt. Ein nicht denkbarer Mittelpunkt, aus dem dann alle deine Informationen entspringen, die zwar in dir drin sind, aber die dich in einem gewissen Maß einhüllen. Sag ich immer wieder. Jetzt sag ich Schnipp, jetzt denkst du an den Kopf, an den Schädel. Du Geistesfunke, wo befindest du dich? Ja, sagst du sofort im Gehirn. Nee, ich präzisiere das. Ein Gehirn existiert bloß, wenn du an ein Gehirn denkst. Der Schädel um dich herum existiert bloß, wenn du an den Schädel denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt denkst du vor dich zwei Augen hin, sage ich immer wieder. Du, Geist, bist ein Zentrum und du machst vor dich zwei Augen. Die kannst du jetzt bewegen, auch wenn sie geschlossen sind, dann spürst du das. Aber du kannst dir jetzt bewusst machen, dass das, was du spürst, scheint unmittelbar vor dir zu sein, obwohl es diese Information in dem Punkt ist. Spielt es mit? Jedes Kind kann das nachvollziehen, was ich sage. Jedes Kind kann mit hundertprozentiger Präzision das überprüfen, vorausgesetzt, es ist der deutschen Sprache mächtig. Ein kleiner Chinesen, den ich mir jetzt ausdenke, der kann das eh nicht überprüfen. Nicht, weil er nicht Deutsch spricht, sondern weil es ein Gedanke von mir ist. Ich rede ja nur mit einem Geist. Man achte auf meine Worte, ich rede nur immer mit Geist. So, jetzt kann ich sagen, jetzt denkst du an den Schädel, machst die Augen zu. Und jetzt denkst du an den Finger und klopfst oben drauf und dann wirst du feststellen, probier das wirklich einmal aus, dass du den Eindruck hast, das ist so ein Stück über dir, wenn du schaust. Mach die Augen auf und schau auf das Pixelmännchen. Du meinst, das ist so ein Stück über dir, das Klopfen. Der, der es erlebt, der erlebt es in sich selber. Das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Das ist jetzt wieder ein Thema für sich selber, wo ich überreichlich drauf eingegangen bin. Und jetzt zum Abschluss, und da lasse ich es gut sein. Es ist gut. Miotov, das hebräische Wort für gut, schreibt sich 9, 6, 2. Da gehst du in unsere kleine Tabelle rein und dann hast du 9, kann man immer rot-blau machen, das ist der Spiegel in der Mitte, die 45. Interessant, 45 ist ja der Adam. Sinus 45 Grad findest du in der Quantenmechanik überall bei Effektivspannungen. Dieses 0,707 ist gleich Wurzel 1,41 bla bla bla. Da müssen wir wirklich Arithmetik verstehen mit den Wurzeln, mit den zwei Seiten. Aber 4 und 5, wenn wir das blau lesen, heißt es die Öffnung einer Wahrnehmung. Wenn ich jetzt die Quersumme, wenn ich es rot mache, heißt es geschlossen in der Quintessenz. Wenn ich das zusammenzähle, dann kriege ich die 9. Die rote 9 ist der Spiegel. Das hebräische Wort für Spiegel ist Rai, R-A-I. R steht für Kopf, A ist der Schöpfer und I ist Gott. Der Kopf des Schöpfergottes. B, Rösche, die Mitten dieses Kopfes, hier oben. Werden Himmel und Erde erschaffen. Das erste Wort in der Bibel. Nicht zu verwechseln mit dem weltlichen Anfang. Die Krankheit. Die Krankheit beginnt in dem Moment, wo du anfängst, weltlich zu denken. W-I-L-D heißt doppelt W, aufgespanntes Brandopfer. Polarer Rand, du musst den polaren Rand ständig opfern. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass BR, diese polare Berechnung, blau gelesen im Hebräischen, das Äußere heißt. Und das Wort Äußere wieder mit AUS ist gleich scharfes S-A-U-B, Beschwörung. Das ist die ganz, da außen, für dich ist das das Außen, was du beschwörst, dass da außen ist. Beschwörst du, dass da außen jetzt eine Erdkugel und eine Sonne ist? Dann schwörst du an Meinheit. Und dann lasse ich dich in deinen Affenkörper bis in alle Ewigkeit ums Überleben kämpfen. Mit Schmerzen, mit Freude, mit Schmerzen, mit Freude. Du wirst niemals die höhere Ebene betreten. Niemals. Und jetzt sag nicht, das ist eine Strafe. Na gut, ich erkläre dir doch, um was es geht. Ich zwinge dich nicht dazu, dass du mir vertraust. Du musst nichts tun. Als Mensch musst du überhaupt nichts tun. Einverstanden sein und anfangen, deine Feinde zu lieben. Und wenn du jetzt einmal die Figuren in deinem Traum anschaust, wie viele Feindbilder die postulieren, allen voran die ganzen Christen, diese scheinheiligen Heuchler, alle, die in ihre Kirchen rennen und Gebete vor sich hin plappern,
die sie nicht verstehen, die ganzen Moslems, egal wer von Liebe redet, mach dir doch einfach bewusst, welche Sachen du nicht haben willst, mit welchen Sachen du nicht einverstanden bist. Ich sage mal, krass, die dich ankotzen, die dich nicht interessieren, die du als böse und schlecht definierst, weil du ja der Gute bist. Solange du der Gute bist, bist du nicht der Schlechte und dann wirst du nie wissen, was die Heiligkeit ist. Demut. Nicht Größenwahn. Ein Spiel, das spielst du als träumender Geist mit dir alleine. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige, der das verstehen kann. Niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Es hat auch nie irgendein ausgedachter, von dir ausgedachter Mensch das verstanden. Kein Jesus, kein Buddha, kein Mahatma Gandhi, kein Gott, kein Sokrates. Es sind Gedanken, die so sein werden, wie du sie denkst, die Maßsetzung von Wissen, das du vom Hören sagen kennst. Denk wieder mal an Einstein, den Bäckermeister Einstein mit Einstein-Stritzel. Mit der Relativitätstheorie hat er insoweit nur was zu tun, weil du dir das denkst, dass der das entdeckt hat. Warum denkst du dir das? Weil du das nachhast, weil man dir das erzählt hat. So wie man dir erzählt hat, dass du ein sterbliches Säugetier bist, das in der Vergangenheit von einem Trockennasen auf dem Waifing geboren wurde. Nein, du bist der, der sich das alles ausdenkt und was du denkst, ist immer nur hier und jetzt in dir drin als Information, wenn du es denkst. Das ist das, was ist. Und zwar hundertprozentig sicher ist. Ohne religiöses Hickmeck und ohne naturwissenschaftliches Geschwafel. Schwätzer. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es alles geistlose Schwätzer sind. Es sind schlichtweg und einfach nur Antagonisten in deinen Traum, wo du zu entdecken hast, dass die bloß nachäffen und es sind Spiegelungen deines eigenen Nachäffens. Wenn du zu absoluter Liebe wirst, wird um dich herum auch alles zu Liebe. Wie war das nochmal, der Adam? Wir haben auch die 45. Ich sage es nochmal, die 45 ist ein Scheidepunkt in deiner Geschichte gewesen. Das war nie in der Vergangenheit. Unser Sinus 45 Grad. Wir haben immer ein Vorher und ein Nachher, was du zeitlich denkst, ist gleichzeitig da. Das ist das hier. Wenn wir das zeitlich sehen, sage ich nochmal, da schreiben sie alle Ausländer raus, die Nazis, die Nationalisten sind die Guten. Und danach kommt dann das Minus, wir spiegeln das, die vier Phasen, und jetzt schreien sie alle Ausländer rein und die Nazis sind die Bösen. Da habe ich übrigens in dem Selbstgespräch, in dem letzten am Versprecher, wo ich sage, Ausländer raus, die Nazis sind die Guten, da habe ich dann gleich gekriegt von der Hanni, mache ich jetzt, denken wir uns einfach jemanden aus, ja, ich weiß ja, dass das vier Phasen sind, genauso sind es. Weil du musst wissen, dass die vier, sobald wir die vier Phasen haben, die mir nochmal spiegeln müssen mit die acht, bin ich auch reichlich drauf eingegangen. Diese einfachen Erklärungen sind tausendmal mehr wert wie ein Lottogewinn. Und ich sage nochmal, wenn du jetzt eine Krebsdiagnose kriegst, dass du bloß noch 4 Wochen zum Leben hast, dann ist es das größte Geschenk, was das Leben dir geben kann. Es ist, drehe alles um 180 Grad. Dein Leben endet nicht in 4 Wochen, weil in 4 Wochen nichts passieren wird, sondern in dem Moment weißt du, jetzt habe ich meine Verwandlung. Die dumme Raube kann zu einem Schmetterling werden, wenn sie zum Spinnen anfängt. Unlogisch wird, eine neue Logik, eine höherwertige Logik ist für eine primitive Logik immer unlogisch. Für einen Computer mit Basic-Betriebssystem wird jegliche Art von Windows-Dateien oder Programme nicht lesbar sein. Falsch, verkehrt, dasselbe sind Krankheiten. Wenn du eine Krankheit kriegst, kriegst du Elemente aus einer höherwertigen Logik und du bekämpfst es. Und so wirst du niemals die höherwertige Logik betreten. Das ist das Symbol der allumfassenden Liebe. Du musst alles Neue, das in dir auftaucht, wie Puzzlestückchen vereinigen in deinen höheren Komplex, der dir aber noch nicht zugänglich ist. Und das verfordert jetzt die Demut, dass ich einfach weiß, egal was in mir auftaucht, es ist ein kleines Puzzlestück, ein winziges Teilchen vom Heiligen Ganzen. Sonst könnte es nicht auftauchen. Egal, was auf dem Computerbildschirm auftaucht, muss in irgendeiner Art und Weise auf der Datei drauf sein. Und gehört zu einer Datei, bis du dann wieder anfängst zu urteilen in Gut und Böse. Ein Computer als vollkommen geistlos, mechanisch funktionierendes Ding. Mech heißt auf Hebräisch M-Chat, die Kunstform von Gehirn. Und Ahn ist ein blaues Licht. ANI ist die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist das Programm. Mech-Ani heißt eigentlich ein Gehirn-Ich. Ein Gehirnprogramm. Und der Computer selber weiß nicht, wenn er neue Daten kriegt, ob das ein Virus ist oder ein Update. Holofilin gibt dir Updates, geistreiche Updates.
Die Virus erschaffst du in dir selber. Das ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist der Virus, den du in dir trägst. Diese Rechthaberei, diese Arroganz, die dir diese Affen demonstrieren, die ich dir jetzt träumen lasse, wohlgemerkt. Und du kannst jetzt sagen, ich nehme alle Schuld auf mich, ich höre damit auf, irgendjemanden, den ich mir jetzt ausdenke, zwanghaft als träumender Geist, ich kann mir ja nicht raussuchen, was ich denke, vorzuwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ich wiederhole immer dieselben Sätze, ist das so schwer? So, lass uns doch jetzt einmal an Biden denken oder an Putin denken. Und jetzt schau einfach, was dein Programm für eine Vorstellung aufbaut. Rein einmal nur in der Qualität, wer von beiden ist der Gute oder wer ist der Schlechte. Oder sind vielleicht beide gut oder beide schlecht? So ganz und du wirst dann schon merken, da kann man jetzt viele Versionen durchspielen. Gesteuert, wie es dann für dich erscheint, das zwingt dir dein Programm auf, dein Schwamminhalt, den du nachhast. Das ist kein Thema. Richtig und verkehrt ist kein Thema bei Holofeeling. Es ist das doch mal, was ist jetzt da und warum ist es da? Die berühmte Kategorie 3-Frage, die W-Fragen, W, W-Fragen. Warum ist das um mich herum? Weil ich es jetzt denke. Und warum denke ich das? Weil mein Intellekt mir diese Art so zu denken aufzwingt. Und wo? W-O? Hier und jetzt. Und wann? A-N-N heißt übrigens Wolke. Doppelt aufgespannt, W-Oll, Joch, Wolke, Joch. Insider verstehen das. Außenseiter werden nie was verstehen. Du setzt dich aus dir selbst heraus, du stellst dich vor, denkst dich um dich herum als Affe und meinst, du hast mit all den Dingen, die du denkst, nichts zu tun. Nur dieser Satz verstanden. Du bist schuld. Kein anderer. Jetzt kommt der Christus. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich werde niemals irgendjemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie er jetzt von mir gedacht wird. Ich werde aber auch niemals versuchen, irgendjemanden, den ich mir jetzt ausdenke, zu retten. Weil da darf ich an nichts mehr anders denken. Sobald ich an was anders denke, ist er weg. Es ist so einfach. Das große Rätsel deiner Menschheitsgeschichte, die du dir ausdenkst, das wäre jetzt eigentlich schon, braucht gar nicht mal weiterreden, weil das nur ein Gedanke ist, der wieder weg ist. Und wir bleiben mal noch in deiner normalen Logik. Dieses große Rätsel, wo sich jetzt gedachte Tausende von Philosophen über Tausende von Jahren verstreut und Wissenschaftler den Kopf zerbrechen. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist eigentlich das Ganze? Es ist letztendlich ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Das ist die Lösung. Es ist so unendlich einfach, diese einfachen Worte, die ich dir jetzt immer wieder predigen tue. Dann ist es alles vom Tisch und dann kann ich was vollkommen Neues. Wenn du das im tiefsten Innern, das ist das Einzige, was du wissen musst. Keine hebräische Zeichen, keine Worte, gar nichts. Du musst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann erkennst du, ich bin immer. Mir hat sich noch nie was verändert. Es stellt sich ja nochmal die Frage, wann habe ich zum Denken angefangen und wo komme ich her? Es ist doch blöd zu fragen, wo kommt ein absolutes Nichts her? Dann denkst du ja schon wieder ein Nichts als was Existierendes. Es ist immer, ohne Anfang und Ende. Tatvam Asi heißt es in meinen Upanishaden, das bist du. Und dann kommen die Bhagavad Gita, da haben wir jetzt den Krishna, diesen Gott und den Arjuna, hast du übrigens schwarz und weiß, haben wir am Anfang gehabt hier in den Vorgängen, in der vorhergehenden Hälfte. Und dann kommt immer wieder dasselbe Spiel. Gott befiehlt diesen Arjuna, du musst erst einmal auf den Schlachtfeld all deine Verwandten totschlagen. Du musst dich komplett lösen davon, dass du in irgendeiner Art und Weise genetisch gesehen irgendwas mit sterblichen Säugetieren zu tun hast. Du bist der Schöpfer dieser Säugetiere. Inklusive dieses Affen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Denn das schaffst du genauso wie alle anderen. Übrigens hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort von jedem selbstkindlichen Geist sofort überprüfbar. Wenn du jetzt ein Unwohlsein spürst, das macht schon wieder dein Programm. Deine Moral, dass das unmoralisch ist. Ich sage, es gibt nichts Unmoralischeres wie das, die Moral der Menschen, dieses Moser im Hebräischen, heißt auch Angeber, Schwarzmaler und Denunziant. Das sind diese unendlichen, arroganten Angeber, die ständig angeben, was richtig und verkehrt ist, was die Guten, was die Bösen sind.
und die jeden Menschen denunzieren, der eine andere Meinung hat. Jetzt denk an die Corona-Krise. Und ich mache jetzt keinen Unterschied, ob du zu denen gehörst, die sagen, das war alles Lüge, dann denunzierst du nämlich all die Maskenaffen, die mit ihren Masken rumgelaufen sind, oder ob du diesen geistlos nachäffenden Maskenaffen gehörst, die jeden denunzieren, der sagt, das ist Lüge. Es ist Einseitigkeit. Ich sympathisiere nicht mit irgendeiner Seite, sondern ich erkläre dir, was das heilige Ganze ist. Sympathie, Mitleiden an einer Einseitigkeit heißt, du leidest mit einer Unvollkommenheit. Egal mit was für einer Seite du sympathisierst. Jetzt lass dich einmal überraschen, wenn du wach wirst. Und es gibt keine Möglichkeit, dir das zu erklären in dieser Form von Worten. Du kannst dir von unten nach oben sehen. Vom Säugling bis zum Greis. Tausende von Beispielen. Es kann verstanden werden von einem Geist, deswegen musst du dich trotzdem überraschen lassen. Du kannst, wie ich immer wieder sage, mit der Neunjährigen so viel über körperliche Sexualität reden, wie du willst, wie das ist, wenn zwei Menschen hier in Liebe und Orgasmus gehen, jetzt gleichgültig, ob wir die uns als Männchen oder Weibchen ausdenken. Selbst da bin ich wertneutral. Dieses Gefühl eines Orgasmuses wirst du einem Achtjährigen verbal nicht beschreiben können. Der kann es erleben, wenn er die Reife hat. Und die kümische Hochzeit, das wahrliche Sehen eines Geistes von eines Adams, erfordert allumfassende Liebe. Die totale Verschmelzung ist einzig und allein die Erkenntnis, ich bin all meine Gedanken und keiner davon. Das Meer ist all seine Gedankenwellen, aber es wird nie sagen, die Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Und all diese Wellen sind im Meer ein Kontinuum gleichzeitig, bis die Oberfläche belabert. Pol, der Pol ist das Du machen, Handeln, das führt dich zum Essen. Du fängst an zu messen. Essen. Esse wiederum lateinisch sein, griechisch, hebräisch, esse, tun, machen, handeln. Ein Riesen, musst du nicht wissen. Du musst wissen, was du bist, immer. Ohne Wenn und Aber. Nicht denkbar. Und alles, was du dir denkst, bist du natürlich auch. Wie das Meer seine ganzen Wellen ist, aber das Meer wird nicht sagen, ich bin irgendeine Welle. Das ist die Symbolik von El Hayom. Übrigens, tausende Male auf diesen hunderten von Stunden Selbstgesprächen erwähne ich das. Jetzt ist wieder die Frage, hörst du es zum ersten Mal, hast du es zwei, dreimal gehört? Und du wirst merken, es gibt hier Geistesfunk, die jedes dieser Selbstgespräche mindestens zwei, dreimal gehört haben. Und die fangen jetzt langsam an, nach tausendfacher Wiederholung, dass sie checken, um was es eigentlich geht, was diese Worte bedeuten. Der erzählt ja schon wieder dasselbe. Ich sage, ja, ich rede immer vom selben, nämlich von dir. Und du willst jetzt nicht wahrhaben, was du bist. Du verwechselst dich lieber mit einer vergänglichen Erscheinung und versuchst, diesen Gedanken möglichst lange am Leben zu halten. Du verlängerst dein Leiden. Schulmedizin ist eine reine Lüge. Das Geld ist eine Sau. Da versucht dich keiner auf eine höhere Bewusstseinsebene zu heben, die versucht, Geld zu verdienen. Weil das Geld sie am Leben erhält. Das Tödlichste für einen Schulmediziner, für die ganze Pharmaindustrie wäre, wenn es keine Kranke mehr gibt. Also erfindet man immer wieder neue Krankheiten und umso mehr die Schulmedizin fortschreitet, umso mehr Krankheiten gibt es in deiner Welt. Die gar nicht existieren würde, wenn sich die keiner ausdenkt. Weil was existiert, ist immer bloß das, was ausgedacht wird. In dir selber sind unendlich viele Möglichkeiten gleichzeitig, die lückenlos wie Puzzlestückchen zusammengehören, wie Wellenberg und Wellendal, wie hell und dunkel, wie gut und böse. Wie gesund und krank. Das, was sich widerspricht, ist auf einer Höhenebene was vollkommen Neues. Kreis und Dreieck, zwei Flecken werden zu einem Körper. Das kann man noch nachvollziehen, bloß wie es weitergeht. Und jetzt kommt die spinnende Mathematiker in Form von Geometrie, die dann Zeichnungen machen, achtdimensional, zehndimensional, auch die Esoterik, vergiss es. Da müsste ich einfach wissen, was das Wort Dimensio bedeutet, wenn ich in die Tiefe gehe. Was Dimensionen sind. Nichts, was du dir vorstellst. Die I ist die Öffnung deines Intellekts. Die I ist einfach die Öffnung deines Intellekts oder geschlossen in Gott. Das kannst du öffnen oder wieder schließen. Und Mens ist Denken. DN, geöffnete Existenz, heißt Urdan. Ken heißt Fundament, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Jetzt, wenn du natürlich die Grundlagen der Vordersprache nicht hast, hast du Fragezeichen auf den Augen, die wir uns jetzt ausdenken.
Aber das musst du nicht wissen. Du hast nur zu wissen, was du jetzt bist. Du bist immer derselbe Geist. Du warst noch nie ein anderer. Denk dich jetzt als einen 20-Jährigen. Jetzt denk dich jetzt zurück irgendeine Situation, wo du als 20-Jähriger oder 13-Jähriger erlebt hast, was noch nachhalt. Das hast du jetzt erlebt. Der Geist hat sich dabei nicht verändert. Bloß das, was du denkst, wenn du an dich denkst, gibst du dir einmal einen Kinderkörper, einen jugendlichen Körper und jetzt ja, den Körper, den du hast, auch ob du ein Mann oder eine Frau bist, das ist eine Frage, wie du dich denkst. Der Geist selber ist nicht männlich oder weiblich. Ist ein G. G ist 3. Gimmel. Gimmel ist die Einstein-Formel. G, Geist ist gleich Energie, E Quadrat. Die wird ständig in eine andere Form umgewandelt. Wie sage ich als Jesus, ich wiederhole nochmal. Schau ein Holz an. Das hebräische Wort für Holz ist Etz. Vatersprache ist eigentlich eine augenblickliche Geburt. Spalte das Holz und du siehst mich. Seine Gedankenwelle. Schau einen Stein an. Das hebräische Wort für Stein schreibt sich eben. Nimm das deutsche Wort eben. Schau einen Stein an und du siehst mich. Zufall? Ich weiß doch, was ich vor 2000 Jahren gesprochen habe. Weißt du auch schon? Liebe deine Feinde. Heißt nicht, dass du jeden auch schon mal einen Hals fallen musst. Du kannst durch einen Zoo gehen und du kannst die ganzen Kreaturen, die in dir auftauchen, das wiederhole ich auch immer wieder, du kannst die alle lieben. Du wirst doch einen Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann und einen Löwen nicht vor, dass er Fleisch isst. Der Ari, nehmet hin, dass mal, das ist mein Fleisch, Becher und esst es. Das ist die göttliche Botschaft. Das hebräische Wort für Fleisch ist Becher, das heißt doch die göttliche Botschaft. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Macht euch eins damit. Ich bin du und du bist ich. Du bist doch der, der sich das jetzt alles ausdenkt. Nein, ich denke es mir aus. Da musst du die vier Ich verstanden haben. Und nehmet hin, das ist mein Blut, Belut, und trinkt es. Tri, meine Reihe, Spiegelwahrnehmung. Ten, Fundament. Spiegel, 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 Spiegel. Das ist Physik. Ich erzähle dir jetzt etwas. Da ist das Wort Zahlen mit drin. Das ist kein Eso-Geschwubbel. Holo-Feeling ist was, es ist aus einer anderen Welt, aus dem Jenseits. Ein Geschenk nur für einen einzigen, nur für dich. Oh, ich, wieso genau für mich? Wieso für mich? Ja, für wen denn sonst? Du Depp, hast du immer noch nicht begriffen. Du bist der einzige Geist in deiner Welt. Deine Information, es gibt nur einen träumenden Geist in einem Traum. Stimmt oder stimmt? Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Und? Patsch.